Dungeons für Anfänger. Ich will den jetzt nicht abknallen, Alter. Ist ja nicht so gut. Wir sollen übrigens Leben zurückbringen. Ja, denke ich mir. Gut, das ist er nicht. Weiß ich, der beim Auto könnte es vielleicht sein, oder? Das ist er auch nicht. Ich glaube, da ist niemand von. Das ist er auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht, wenn das irgendwo wäre. Ich denke auch, muss ja. Ja, zieht er durch. Weg mit euch. Wie verhaftet man diese Dudes? Ich hab... Ich muss mal anschießen. Ich hab absolut keine Ahnung. Also man konnte auch irgendwie nichts drücken bei ihm. Indem du aus seiner Hand schießt. Alles klar. Können wir ja mal früher aussehen. Oh, wie verhafte ich ihn? Ich hab nicht mal Handschellen oder so dabei. da liegt meine Leiche. Wie schleife ich mit mir? Wo kommt mein Auto auf einmal her? Gespawnt. Hier stand. Vor allem hier. Zum Kautionsbüro. Ich denke mir einfach, ob der Straße spawnt, das ist sehr witzig. Tja, also nochmal. Ihr seid schon schlau, wenn ihr hinten reinschießt, bringt ihr, ihr habt die Wahrscheinlichkeit, ihn umzubringen. Wahrscheinlich, dass es angepanzert ist von hinten. Ich sag nie, ich weiß nie. Ja, ich bin auch da. Digga. Du, Flip. Ich hab genau seinen Reifen getroffen. Ah, oh, geil, Alter. Hui! Ja.
Es ist ja nicht so gut gelaufen. Unfall gebaut. Ich hab 10.000 Bücher, das ist echt stupid. Ich hab den Ton, aber zum Sorgen. Well, he got me in the end, so I ain't sorry or nothing. Ja, Digga! I'll take it from here, partner. Leroy, Digga. Der Fipser hat sie auch wieder, dazu will ich sterben, nehme ich nicht mit. Wild einfach. Bonfire hat die 10 Personen abgeliefert. Leroy O'Neill verhaftet. 22.000. Schön. Boah, ich hab so ein Glück, Alter. Ich hab grad teilweise Bildschirme, oh mein Gott. Ja, ich bin alleine. Ich habe einen weißen Bildschirm. Jetzt habe ich eine Ladeschnecke. Mein Freund, die Ladeschnecke. Also, du schmeißt den Hund in den Kast. Weißt du, da sind noch mehr Leute drin. Huh? Mhm. Das ist noch eine Melodie im Knasch gewesen. Ich höre Musik. Ich höre keine Stadtgeräusche und keine Schussgeräusche. Dieses Spiel ist ein fucking Bug. Ich höre nur den Radio in meinem Auto, Digga. Und das ist fucking Alligator. Hä? Ich habe aber mein Game neu gestartet, damit sie vielleicht mal mein PC beruhigt. Hä, Digga? Dieses... Ja, Pause drücken und es geht wieder alles. Schön. Also das kannst du ja wirklich nicht ausdenken, Alter. Ja, wenigstens Fortnite und GTA was gemeinsam. Ja. Weiß nicht, ich glaube, einer von beiden arbeitet da mit, Alter. Alter, in Wirklichkeit ist die, der CEO von GTA, von Rockstar Games, einfach bei Muss so sein. Nein, das kann das ja nicht sein. Okay, hier ist eine absolute Katastrophe. Wow. Ich guck meine Garage, mal gucken, was da für Fahrzeuge stehen. Oh, genug zu flüssiger. Hey. Oh, ich finde nicht so coole Karren, ehrlich gesagt. Nee, nicht wirklich. Boah, wäre schon was.
Nimm mal das hier. Na, weil das mach. Was anderes. Machen wir diese hier. So, wo Tuning-Werkstatt? Richtig, hier hinten. Da kann ich reinreden. Dann schicke ich Einladung. Dann sollte er funktionieren. Okay. Wieder mal noch ordentlich Speed drauf. Wie, 83. immer noch 0-0. Es soll halt wieder schießen geben. Und hoffentlich verabschiedet sich Frankreich. Ich sagen muss, Belgien und Frankreich waren in der Gruppe beide nicht überzeugend. Aber eigentlich hat es keiner verdient. Können die einfach beide ausscheiden aufgrund von scheiß Fußball? Geht es nicht? Die haben halt beide genau in ihren Gruppen den gleichen Platz, außer dass man gleich einen Punkt mehr hat. Wow! Los, Alter, hin. Digga, wo fährst du hin? Flughafen. Was willst du da? Tuner. Hey, Junge, hier gibt's auch einen. Ja, aber ich war in der Nähe vom Flughafen. Moin. Schnapp die O'Neill, Alter. Ich glaube, er hat geschlossen. Ist das nicht dieser neue Bentley da von 2 Mille? Nein. Sieht ein bisschen aus wie der. Nee, das hat meines sogar kostenlos gewesen. Sag mal eine, wir jagen jetzt Verbrechen. Na dann. Keine Streife an, solange du Mitglied einer Organisation oder einem Partner bist. Mein Gott, Alter. 2,6, dass ich darf keinen Mitspieler mal haben. Sicher mit dem Polizeiwagen und wie das mit allen generell. Geht mit allen. Hm. Nein, ich besitze nicht alle. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Man weiß ja nie bei dir. Ich weiß gar nicht, ob ich die Wagen noch einen Polizeikopf zu hinzufügen.
zu Ruhe verbrechen. Kommt die heran, Alter. Mein erster Verbrechen ist, warum in der LKW steht. Der steht da einfach so, da ist niemand drin. Hä? Der kann aber nicht parken, Alter. Mich nennt das schlechte Autofahren. Hm? Mich nennst du. Man sollte nicht das Platz so laut im Mund, ne? Ja, du nennst mich immer schlechten Autofahrer, Alter. Jetzt wär's aber das hat durchspielen. Ich hab mal den ganzen Sieg, ja, mit Controller gespielt. Sie sind Bomben! Oh, ich hab das gar nicht. Ich. Oh, lieber so, ich gleich. Ich muss nämlich gar nicht, wie du hin willst, Alter. Nein! Wo Bomben? Ach, da hinten im Auto ist das nicht. Irgendwo piept's, aber ich weiß nicht wo. Ja, jetzt Bomben, die oben auf dem Dach ist. Ich weiß gar nicht, wo hier irgendjemand schießt. Hä? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich glaub, der Junge braucht bald Brille. Hä? Digga, ich hab Schuss abgerichtet, aber ich hab keine Ahnung von wo. Digga, das ist so geil, Alter. Ich liebe das. Du musst den Code eingeben, dann musst du aber mit dem Pfeil tasten. Das ist so geil. Sind die auch im Dach, oder? Da unten. Wieso bloß nicht gegen die Bomben, Alter? Ich hab schon mal gemacht. Ich hab eh keine Ahnung, wo die sind, Alter. Ich die sind so riesig und du siehst sie nicht. Ja, Digga, ich hör piepen, aber I don't know, ich sehe sie nicht. Was ist das denn hier für ein Teil? Oh, hier liegt ein Graspäckchen. Guten Tag. Digga, ich seh nix. Wenn ich dich am Mittwoch mitnehmen zum Augenarzt. Ich hab eh Termin beim Arbeitsamt, alles gut. Verlasse das Gebiet, okay, tschüss. Ich hör's ja immer hinten immer noch piepen. Nee, nee. Digga, mein Controller macht auch nicht mit, was er soll. Jetzt ist alles richtig geil gerade. Ja, ich meine super Hilfe. Tschüss. Hab's Gebiet verlassen. Alter, mein Haus sieht auch sehr rostig aus, muss ich sagen. Alter, die haben richtig. Sheesh! Hm? Alter, die haben ja so einen richtigen Oldtimer als Polizeiwagen. Tschüss! Gekauft. Der kostet 4 Millionen, ich kann den halt nicht mal leisten, Digga. Das sieht richtig geil aus, Alter. Wie viel hast du? 4,3. Der kostet 4,5, Digga. Ich habe 1,6. Ich kann mir gar keinen Polizeiwagen leisten. Den Zivil schreiben wir.
Sind da. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der andere NPC hier von her? Huch, ich habe ja gar kein Headhaus gekauft. Also, wenn ich jetzt hier was kaufen würde, du kannst am Hubschrauber drehen. Ich dreh am Rad. Dreh am Rad, so schnell du nur kannst. Yibi, es sind Klamotten. Das ist ein Hemd. And play our hot table games, such as blackjack, yeah. Three card poker and roulette. Also. Alter, gewinnt fast das Auto. Ja, ich habe das Auto gehofft. Hey, level up! Das hast du heute schon zu häufig gehört. Ja, definitiv. Ich brauche mal einen Chips mit dem Roller. Ui, Memo. 20.000 Chips gemacht. Memo. Ich bin ein Junge, gar nicht. Aha. Aha. Kannst du mal ganz kurz irgendwo hinsetzen, oder? Nein, ich will nicht dahin, ich will zu dem da hinten. Und dann reich ich mal ganz kurz aufs Klo, ja. Mal müssen du schon aufs Klöchen. Ja.